Esther, ist eigentlich für uns als Israelis ist es ein Purim-Spiel, das feiern wir jedes Jahr, eigentlich als ein Kinderspiel. Das ist für uns eine wunderbare Geschichte mit schlechten und guten, ja, also Onkel Mordechai und Königin Esther, die war, also nachhinein als Erwachsen habe ich herausgefunden, die war erst 11 Jahre alt, aber für uns ist die große Königin und sie sind die Guten und dann gibt es Haman, der Schlechte und der Könige Achashverosh, der Große da. Also dieses Spiel, dass Haman und seine Freunde möchten die Juden umbringen und dann Mordechai findet das raus und Esther rettet die ganze Nation und alles ist super. Als Erwachsener, wenn man das richtig liest, wie das in der Bibel steht, das natürlich bekommt ja so viele andere Seiten, die als Kind man gar nicht vorstellen kann. Also das ist irgendwie die Geschichte. Schlechten, guten und die Königin ist der in der Mitte, als ganz junges Mädchen, die nimmt dieses Risiko, geht zu dem König und riskiert ihr Leben damit, um ihr Volk zu retten. Dieses spezifische Werk hört besonders aus sehr vielen Aspekten. Ich versuche jetzt ganz kurz zu sein, weil es ist ganz lange und komplizierte und wunderbare Geschichte. Erstmal, Händel hat sehr besondere Beziehungen mit den Juden. Das Einzige eigentlich in dieser Zeit war es nicht so komun, also andere die Juden zu mögen. Also viele Komponisten, bekannte Komponisten oder andere bekannte Leute haben wirklich keine Kraft, keine Energie gegeben, um die Juden zu armen oder andere Völker. Es war sehr komun, einfach zu sagen, die sind minderwertige Leute. Und Händel war umgekehrt. Der hat immer ausgesprochen, dass die Beziehung mit den Juden sehr, sehr wichtig ist. Der war auch sehr guter Businessman. Das war ihm sehr wichtig, auch die Gelder, die er von den Juden kriegen. Aber der hat sein ganzes Leben auch in Hamburg mit seinem Chef, der war Jude, auch sehr guter Kontakt gehabt. Sein Chef hat ihm erlaubt, in die Welt zu reisen und seine Fähigkeiten zu entwickeln. Und das hat sein ganzes Leben bedankt. Und dann natürlich in London auch, wenn die ganze biblische Oratorien geschrieben hat, hat er sehr viel, also das war ein sehr großer Schritt seiner Karriere, aber auch finanziell war das sehr erfolgreich für ihn. Eine dieser Reisen, die sein jüdischer Chef in Hamburg erlaubt hat, war in Venedig. Nach Venedig in 1719 war er da. Das war gerade so Venedigische Karneval und alles war zu, außer diesem Purim-Spiel. Da hat er das miterlebt und es hat ihm so angesprochen, dass er auf seiner Reise zurück nach Deutschland hatte sein erste Oratorien geschrieben. Das war Haman und Mordechai. Es ist in 1723 veröffentlicht. Das hatte nachher, nach ein paar Jahren, 1732 wieder als zweite Version geschrieben, in London schon. Das war sein erstes Oratorium und wie sagt man, der Anfang seiner neuen Stil, neue Karriere. Das ist eine Seite. Händel in Venedig und sein Oratorium. Nach Händels Tod kam ein Rabbi aus Venedig, Saraval, nach London. Der ist von der portugiesischen Gemeinde in Amsterdam gesponsert, um dieses spezifische Oratorium Esther in Hebräisch wiederzuschreiben. Es wird ganz international jetzt, weil es ist portugiesische Gemeinde, jüdische Gemeinde in Amsterdam, ein italienischer Rabbi, der schreibt um ein Oratorium, der auf Englisch eigentlich übersetzt von einem französischen Spiel von Jean Racine ursprünglich, um wieder in Amsterdam als hebräisches Oratorium aufzuführen. Und das hat er auch gemacht, das heißt, er hat es zurück von Englisch über Französisch zurück in das Hebräisch, das Original eigentlich war, hat das nach Amsterdam gebracht, um das
auf Hebräisch, das Endestück auf Hebräisch aufzuführen. Wir wissen bis heute nicht, ob das Stück wirklich zur Aufführung kam. Wir haben nur die Libretti, zwei Libretti, ein auf Italienisch, ein auf Englisch gefunden. Ich war sehr jung, als ich davon gehört habe, und dann habe ich entschieden, ich suche ja das Stück raus, und ich habe schrecklicherweise habe ich gefunden, dass dieses spezifische Oratorium ist das meist aufgeführte Oratorium Händels in der Geschichte. Heißt, 159 Mal hat er das aufgeführt, 159 Direktionpartituren existieren davon. Inzwischen auch in Charleston, Boston, in Lund, in Schweden und mehrere in London, in Halle. Überall gibt es so Partituren davon. Ich musste alle sammeln, um das herauszufinden, welche Version hat genau Saraval kopiert. Und es war sehr interessante, lange Strecke. 10 Jahre hat mir das gedauert, und dann habe ich das irgendwie geschafft, das Stück zusammenzufassen und rekonstruieren, genauso wie Saraval es wollte. Und erst 2002 haben wir das in New York zur Aufführung, also endlich mal, gebracht. Es war so mein Baby für vielen Jahren, und es ist auch ein historisches Stück. Der Text ist genial, weil der schreibt das sehr biblisch. Und der versteht auch die Musik von Händel so gut, dass es, wenn überhaupt, dann hat es wirklich die Musik verbessert. Und es war für mich so ein Lebensziel, das zur Aufführung zu bringen. Und ich bin froh, dass es mal auch in Deutschland, Händel Geburtsland, auch mal zum Erklingen kommt. Übrigens, der Messiah, der vielleicht die bekannteste Händel-Oratorium, ist auch, bevor es in Deutschland aufgeführt ist, ist es in Amerika schon aufgeführt. Es ist relativ normal, dass bekannte Stücke von Händel zuletzt in Deutschland klingen. Von Concerto kann kenne ich natürlich sehr viele Jahre, das ist ein ganz bekanntes Orchester, hatte ich nicht das Privilegium, mitzumachen. Den Chor kenne ich genauso, auch hatte ich meinen eigenen Chor in Norwegen vielen Jahren, aber nicht diesen. Ich freue mich sehr, mit denen zu arbeiten, nicht nur, weil sie gut sind, auch weil Hebräisch, also existierte als, also es ist halt als israelische Sprache erst seit 48. Das heißt, ich freue mich wirklich, hebräische Texte mit Nicht-Hebräisch-Sprecher Chöre zu machen. Da kriegen wir viel näheres Hebräisch als israelisch sozusagen, wie das damals erklungen. Es ist natürlich aufregend. Ich lebe selber 20 Jahre und arbeite seit genau 30 Jahren in Deutschland. Davon 20 lebe ich in Berlin. Schon 1991 habe ich in Dresden schon angefangen als Lehrer in der Akademie der Alten Musik. Und mein Leben ist, also mehr als Hälfte meines Lebens ist, fasse ich damit. Und gerade diesen Tagen ist es sehr höchst relevant, das wirklich ans Licht zu geben, was wie wunderbar die Begegnung und die gegenseitige Befruchtung Juden und Deutschen in die Geschichte gebracht hat.